Ja, das ist der Papa. Guten Morgen, ihr Lieben. Papa ist schon im Garten mit dem Rasen. Wir ziehen es jetzt an. Das riecht gut, gell? Wo ist er? In die Ecke noch. Boah, schaut euch mal das an. Vom Urlaub hat es ganz kurz. Und jetzt ich sehe wieder Papa. Im Urwald. Er kommt gleich um die Ecke. Du hörst ihn aber. Kannst du wieder an deine Rutsche dran, gell? Was? So kommt man ja gar nicht da dran. Kannst du später rutschen. Kannst du mal hier runter dann? Ja, wenn Papa fertig ist. Und jetzt machen wir uns fertig und fahren in die Stadt. Was? Für Papa ein Geschenk kaufen. Papa hat Geburtstag. Oder bei Tutu. Tutu. Das hat Papa geschenkt. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Wir fahren jetzt in die Stadt, solange es noch nicht so heiß ist. Denn der Roy hat am Sonntag Geburtstag, der möchte Sena was besorgen. Sena wird gerade in Mexiko. Und dann brauche ich noch was beim Teddy. Das zeige ich euch dann. Essen wir noch vielleicht ein Eis. Wie schwitze ich vor. Ihr guckt, wo er ist. Wo bist du denn? Aufzug. Untergeschoss. Neonsocken. Was gibt's hier? Alles für den Garten, alles reduziert, guck mal. Oh, jetzt fängt er schon an. Elias, der Kleine, Schlawino, voll schön Bälle, guck mal, die Farbe ist voll schön. Der bunte. $2,55 aus Plastik, aber trotzdem schön. So, hatte ich ja letztes Jahr gekauft. Auch hier. Was kostet der? 8 Euro. Voll süß. Schenken für Mio. Ach, da gibt es auch für Mädchen. Große Alkohol hier. Was kosten die großen Schatztropfen? 8 Euro. Cool. Also, falls ihr Geschenkideen braucht, müssen wir mal merken hier. Gell? Guck mal, zum Verschenken so eine Truhe mit so Süßigkeiten drin und Geschenken. Richtig cool. Oder hier für Baby. Richtig tolle Sachen. Halloween. Freust du dich? Magst du Geister? Was kosten die 2,55? Sind auch cool hier, die da.
Die Glitze. Das sieht cool aus, guck mal. Und das ist so. Ach, zum Ziehen auch cool hier, 2,50 €. Wollen wir das für Leonie mitnehmen? Dann sieht das ans Fenster wieder dran kleben, guck mal. Das ist so eher für Kinder. Das ist süß. Bei sowas kriegen sie Angst. Oder hier, was im Dunkeln leuchtet. Auch cool. Enge Deko. Also Teddy hat echt alles, ne? Auch cool. Okay. Das war auch so leer. Und da ist Weihnachtsdeko. Ach, für Hunde, schaut mal, wie süß. Nikolausgeschenk. Die ist hübsch. 6 € reduziert. Solarleuchte. Die haben wir letztes Jahr gekauft beim DM. In verschiedenen Farben. Süß, ja. Ist das Glas? Ja, das ist Glas. Ach, schön. Die sind ja hübsch. Schaut mal, die sind ja süß und glitzer. Hübsch, gell? Wieder 5 €. Aber wir haben so viel Weihnachtsdeko. Man findet immer was, gell? 7 € solche Äpfel. Beleuchtet. Also hier ist echt Paradies für Kinder, ne? Schuleier. Weswegen ich hier bin, ist dieser Thermo. Flaschen gibt es hier in klein. Jetzt wollte ich mal gucken, wie die sind, ob die gut zum Putzen sind, weil dieser Deckel bei Primark war ja so aus Gummi. Die sind immer schlecht zum Putzen. Und hier gibt es ganz viele. Jetzt gucke ich mal, wie das aussieht. Übrigens hat mir eine liebe Zuschauerin gestern geschrieben und den Tipp gegeben, in der DM-App gibt es jetzt jeden Tag ein Geschenk zum Einkauf dazu ab 1 €. Oh, die sind gleich, schaut mal. Okay. Sind die alle so? Wahrscheinlich, ne? Und die größeren auch? Ja, die sind alle so. Aber ich nehme jetzt trotzdem, glaube ich, eine mit. Weil wir haben ja so eine. Und die sind ja richtig blöd zum Putzen. Wie
will man das richtig sauber kriegen. Das kriegt man nie irgendwie richtig sauber. Deswegen, ich dachte, diese Deckel sind ganz einfach. Ah, da oben sind auch noch welche. Moment, ich guck mal da oben noch. Hier, vielleicht sind die anders. Ah, schaut mal. Tada. Gut, dass ich geguckt habe. Ja, das ist natürlich besser zum sauber machen. Ich hole ihn mal raus kurz. Sina holt mir gerade ein Wasser beim Aldi. Mir geht es gerade nicht gut. Ganz schön eine Schmerztablette nehmen. Da zu Hause. Der ist gerade eingeschlafen. Gerade vor 2 Minuten. Deswegen lasse ich ihn jetzt hier schlafen. Hier ist nämlich kühl. Ich decke nur die Füße ab. Wir haben es noch gar nicht mitbekommen, dass wir da sind. Ich glaube, die knetet mit Papa. Papa hat gekocht. Wo hast du die Tüte hin, Zähne? Da ist. Mal gucken, ich habe nämlich was für Leonie. Ich darf das noch nicht sehen. Für den ersten Kindergartentag. Und das gab es in der App gratis bei DM. Ich habe nämlich Milch geholt für ihn. Hast du mich vermisst? Oh. Alles gut? So, jetzt bist du beschäftigt. Meine Mama hat uns ja Gurken mitgegeben, die polnischen. Die ganze Küche riecht nach Gurken. So lecker. Ich glaube, die schneide ich jetzt mal zum Mittagessen. So, das packe ich schnell. Habe ich 2 mal Milch mitgenommen im DM. Und jeden Tag bis, glaube ich, 22. September kommt jeden Tag was gratis in der App. Und wenn ihr ab 1 Euro dann einkauft, kriegt ihr das. Voll cool, oder? Danke für den Tipp. Mal gucken, was später in der App drin ist gratis. Für Leonie. Dann habe ich für die kleine Zuckertüte was zum Befüllen mitgenommen. Habe ich hier so bunte Stifte mitgenommen. Die mache ich hier dann rein. Ich hier reinpassen. Ja, ich werde die einfach rausholen und zusammenbinden. Und da habe ich mich jetzt. Ich habe mich jetzt für diese Flasche entschieden. Denn der Deckel ist besser zum Putzen. Weil mir die anderen besser gefallen haben mit dem Teddy und so, aber ja, besser zum Putzen. Und kann ich die gleich auskochen und putzen. Dann habe ich mir so ein Behälter hier mitgenommen. Ich habe jetzt die ganzen Sachen da reingemacht. Die Zuckertüte. Ich habe so Aufkleber, Diamanten mitgenommen. Dann ein Paw Patrol Lolli. Und ein Lolli in Blau. Und dann hat Selina noch bei Müller so, ups, so Bänder für unsere Ketten hier mitgenommen, weil ihre ist so groß und meine auch ein bisschen. Aber ein, ah hier, genau, wir haben 2 verschiedene mitgenommen. Und mal gucken, was besser ist. Das ist hier so ein Gummi. Genau, so, ich verstecke es mal. Lecker, polnische Gurke. Gleich mal alle aufgehängt hier. Aber kennst du überhaupt schon den Fangtrick? Kennst du den? Das ist süß. Dass du. Das Schwert hat er auch schon aufgehängt, das hat er. Suppi. Müssen wir. Auf den Schock habe ich jetzt eine Schokolade gebraucht. Ich weiß nicht, was vorhin los war. Ich habe so schlimme Krämpfe gehabt, dass ich mich hinsetzen musste. Und Sena hat mir schnell ein Wasser besorgt. Sena wollte schon einen Krankenwagen rufen. Das war echt schlimm. Also der Schmerz, ich weiß nicht, was das ist. So, ich weiß nicht, ob es die Blase war oder keine Ahnung. Auf jeden Fall
hat die Tablette dann Gott sei Dank irgendwann gewirkt, dass wir weiterlaufen konnten. Schaut mal. Hm. Super, das nehme ich gleich mit. Eigentlich darfst du nur unten kneten. Was habe ich denn hier? Dreckig. Der Sargon ist abgesteckt. Ach so, genau. Leonie wollte ihren Halloween-Eimer. Ich glaube, ich habe den hier im Schrank. Oder? Oh, hier ist alles voll. Ja? Hm? Was aufschneiden? Die Perlen? Ja. Müsste hier sein. Da ist er. Leonie meinte, sie möchte heute Abend, wenn es dunkel ist, Süßigkeiten. Eigentlich wollte ich mich heute mit einer Freundin treffen auf dem Dino-Spielplatz, aber ihr Kleiner hat gestern Fieber gehabt und ja, wir seit ein paar Tagen erst wieder gesund sind, damit das Risiko irgendwie ein bisschen zu hoch, dass wir wieder irgendwas kriegen, weil unser Immunsystem ist gerade nicht so. So, das nehme ich mal mit. Hier sieht es eigentlich okay aus. Und mal kurz ins Bad gehen. Also ich sehe ihn nice schnell. Hat uns schon hier die neuen Bänder dran gemacht. Jetzt passt es auch perfekt. So, schaut mal. Jetzt, nachdem ich ein Coupon, ein gratis Produkt abgeholt habe, ist für morgen ein Shampoo 300 ml als Geschenk drin. Langhaarmädchen. Cool, oder? Die Frage ist halt nur, ob man das halt jeden Tag abholen muss, ob das dann verfällt oder ob man mehrere auf einmal holen kann. Das muss ich noch rausfinden. Was steht hier? Ja. Jetzt mittlerweile liebe ich diese Maschine. Ich hoffe, es ist echt lecker. Sind sie aber trotzdem laut. Mama! Ja? Boah, ist das warm. Ich hab schon die ganzen neuen Sachen gewaschen. Wisst ihr, was ich gerade gecheckt habe? Ich habe diese Färbetücher, glaube ich, vergessen reinzumachen, aber wie ich sehe, ist nichts gefärbt. Oh Gott sei Dank, habe ich ja Glück gehabt, ne? Oh Gott. Das war's gewesen. Ganzen neuen Sachen verfärbt. Eine liebe Zuschauerin hat mir geschrieben, dass wir unseren Kürbis später oder zu spät gepflanzt haben, deswegen sind unsere Kürbisse so klein. Da ist einer. Einer ist auch verfault gewesen, als wir aus dem Urlaub zurück waren. Der lag hier und da ist er. Er ist verfault, der Erde. Wahrscheinlich zu viel. Ach, hier ist auch einer. Der. Oh. Hier ist alles unter Wasser. Das Wasser rauslassen. Ein paar Tomaten. Jetzt mache ich dem Elias was zu essen drauf und ein bisschen Obst. Hm? Ach, hier habe ich das da hingelegt. Und
So, die Haare habe ich jetzt auch geschafft. Meine und Leonie macht wieder Plätzchen. Beste Leben. Prima. Oh, Elias, du musst auch jetzt rein gehen. Und jetzt geh wieder zurück zu Papi. Au. Au. Ja, jetzt bist du dran. Und? Oh, ui, das war Mamas Papi, aber egal. Ja. Also ich nehme eine Käse-Langstange mit. Das sind wieder knusprig. Wir hatten die 8 Minuten offen. Warum fängst du an, laut zu singen, wenn ich die Kamera an? Die Stange ist noch hier. Elias läuft hier ein paar Runden und ich bin gerade runtergekommen. Ich habe ihn nicht gebadet. Oh, ich schwitze. Ich sag's euch. Staubsauger. Weg hier. Hier liegt noch eine Windel. Ich habe die Terrasse vorhin aufgeräumt. Der weiß schon voll, wie es geht, ne? Hier habe ich aufgeräumt. Da das ganze Zeug habe ich weggeräumt und muss ich noch staubsaugen da überall. Und das Zeug, was auf dem Tisch ist, unten in die Kiste rein, dann ist da auch ordentlich wieder. Dann später muss ich Selina von der Arbeit abholen. Die Kellner nehme ich heute wieder im Café bis 22 Uhr. Oh, guck mal, dein Reifen. Wo ist das jetzt ab? Hier. Ja. Willst du Mama? Warte, willst du das festhalten? Zum Thema Auswandern wollte ich ja auch noch was erzählen. Habe ich jetzt auch den ganzen Tag total verschwitzt. Ja. Vielleicht ganz kurz, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie ja stellen zum Thema Polen und Auswandern. Und ja, wir hatten uns ja ein paar Infos geholt, wir haben auch nach Grundstücken geguckt und nach Häusern. Habe ich euch ja schon vorgestern oder gestern im Vlog erzählt, dass Polen einfach mega teuer geworden ist. Viele Sachen viel teurer wie hier, also ist echt der Wahnsinn. Und ja, bei uns ist es halt so, mit 4 Kindern muss man halt jedes Detail planen und wissen und Selina zum Beispiel möchte nicht mitkommen und möchte hier studieren, kann ich ja auch verstehen. Wenn wir uns fürs Auswandern entscheiden, dann wenn Selina hier wahrscheinlich anfängt zu studieren und gut untergebracht ist und ja, Kindergarten, Schulen und so weiter, ist halt ein bisschen anders in Polen und ja, also es sind viele Sachen, auf die man achten muss. Wenn es was Neues gibt zu dem Thema, werde ich euch natürlich berichten. So, ich werde jetzt Elias hier rausholen, ihm eine Milch machen und dann, wenn er eingeschlafen ist, das Video schneiden und später Selina abholen. Küche muss ich noch aufräumen, also viel zu tun. Und wisst ihr was? Ich habe vorhin Wasser reingemacht und irgendwie verstehe ich das nicht. Das Teil ist so heiß, dass man es nicht anfassen kann. Das kann doch nicht sein, oder? Ich kann es nicht anfassen. Wie soll ich denn eine Milch zubereiten? Das ist ja total gefährlich auch. Wenn das ein Kind anfasst, das ist doch nicht normal, oder? So, das ist doch eigentlich eine Thermoflasche. Das darf doch jetzt so heiß sein. Oh je. Lieben, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.